EMSÖ, das steht für Erster Modellstraßenbahnverein Österreichs. Seit der Gründung im Dezember 2020 plant man an der ersten Messe in der Stadthalle Bruck an der Leiter. Nun war es trotz strenger Corona-Maßnahmen soweit. Modellbahnen haben seit jeher schon eine Anziehungskraft, vor allem auf Männer. Die Leidenschaft dreier Modellbahnfreunde führte Ende letzten Jahres zu einer Vereinsgründung. Das war die Idee, dass wir so unseren Interessensgemeinschaft einen Verein machen. Und den haben wir in Bruck gegründet. Weil ich bin ein Brucker, die anderen sind alles Wiener. Und da haben wir gesagt, das machen wir da herum. Dann haben wir einen Platz, wenn wir einen Platz braucht haben für unsere Anlage, sind wir im Kultur- und Museumsverein in Bruck untergekommen. Leistbar. Und wir sind alles Straßenbahnverrückte, weil ich habe 40 Jahre bei den Wiener Linien gearbeitet als Autobuslenker. Und der Herr Sauer war Autobuslenker, selber selbstständig mit Autobus. Also wir haben alle ein bisschen einen Huscher in dem Bereich. Es geht viel Geld drauf. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Messe in Bruck herunten. Nur voriges Jahr ist es leider schief gegangen mit Corona, ist angesagt worden. Und heuer habe ich gesagt, ich drücke es durch. Und die BH war, hat mir grünes Licht gegeben, aber erst am Dienstag, am vergangenen, bis zu die habe ich gezittert, muss ich ehrlich sein. Und so konnte der erste Modellstraßenbahnverein Österreichs noch kurz vor dem Lockdown die Messe in der Brucker Stadthalle durchführen. Wir haben eine Straßenbahnanlage aufgebaut in 1:87 mit vorbildlich Wiener Modelle, die was eigentlich in Wien gefahren sind, bis in die 70er Jahre, bis zu der Jetztzeit. Wie gesagt, wir haben von der ersten Straßenbahn bis zur letzten Straßenbahn jeder in Modell in 1:87 und haben eine 9 Quadratmeter große Anlage aufgebaut. Und wir sind eigentlich froh, dass es heuer noch geht und dass wir eigentlich die Arbeit, die wir gemacht haben, eigentlich dem Publikum zeigen können. Wenn es jetzt Zuschauer gibt, die sich für Ihren Verein interessieren, wie können Sie Kontakt aufnehmen, wie können Sie sogar Mitglied werden? Eben über Facebook in unserer Gruppe unter @emsö.at kann man uns da finden oder einfach bei unseren Stammtischen vorbeikommen. Wir machen, sobald es Corona erlaubt, ab Jänner unser neues Domizil in Bruck an der Leiter auf, einmal im Monat, an jeden zweiten Samstag von 14 bis 18 Uhr. Da kann man uns dann immer besuchen und kann auch Mitglied werden. Man kann gerne mitbasteln, man kann auch Anregungen sich holen. Wir haben auch einige Damen bei uns, die sehr schöne und sehr kreative Landschaften bauen. Und es ist heiß da. Wir haben auch Kinder dabei. Also wie gesagt, wir sind durch die Bank gemischt. Unterstützt wurde der Verein dabei auch von der Stadtgemeinde. Bürgermeister Gerhard Weil hatte in seiner Kindheit selbst eine Kleinbahn zu Hause. Und habe hier mit meinem Vater sehr viel gespielt. Mein Vater war bei der Eisenbahn, von da rührt auch seine Kappe. Und wie der Vorstandsmitglied Walter Kolm zu mir gekommen ist, wurde das Herz geöffnet, sage ich das einmal. Und die Kindererinnerungen sind wach geworden. Kleinbahnmodelle faszinieren mich vor allem, wenn man schaut, mit wie viel Liebe ins Detail gehen. Und wenn man sich die Modelle anschaut, das ist wirklich herzig und kommen die Kindererinnerungen zurück. Es war immer der Kindheitstraum jedes kleines Kindes, eine Modelleisenbahn zu haben. Und bei der ersten Begehung hier habe ich gesehen auch einige Träume von früher. Es hat sich dann ein bisschen relativiert, weil man natürlich älter wird und hier andere Interessen hat, aber immer verbunden mit der Modelleisenbahnszene und ich bin froh, dass so eine Ausstellung in Bruck stattfindet. Ich bin begeistert, also bin jetzt eigentlich nicht so aus dem Modellbau, war da eher der Action-Typ mit Modellautos, Rennbahn, ja. Aber ich muss sagen, das ist Wahnsinn, die Liebe zum Detail, die ist irrsinnig schön zum Anschauen und ein teures Hobby auch, glaube ich. Aber nicht nur in der Stadthalle gab es viel zu sehen. Draußen vor der Tür stand ein ganz besonderes Gefährt. Und das in Originalgröße. Das ist mein Baby. Das habe ich seit 43 Jahren. Und der ist früher im Zillertal in Tirol im Postdienst für den Personentransport unterwegs gewesen. Und wie hat er den Weg nach Bruck gefunden?
Ich habe ihm, wie gesagt, vor 43 Jahren von der Post gekauft im Arsenal um 800 Schilling.